So, das ist der erste Tag für bis zu Weihnachten, der 1.12. Und ja, und das erste Spiel ist Detektiv Conan Might Knight Train to Nowhere. Ist ein RPG von Amalgam. Verzeihen Sie die Verspätung, ich habe Sie erwarten lassen. Oh, unser Ehrengast ist auch endlich eingetroffen. Wermut? Nein, dein Eintreffen erfolgt genau zur richtigen Zeit, Guinevere. Ich habe die Vorbereitung zu meiner Mission getroffen. Alles, was noch fehlt, ist Ihre Einverständnis. Sehr gut, ich habe auch Wermut konstruiert. Sie findet, du hast hervorragende Arbeit geleistet. Nun, das freut mich, aber diese Frau hat nichts mit meiner Mission zu tun, oder? Nicht so rüde, wenn ich bitten darf. Der Boss wollte nur, dass ich einen Blick darauf werfe, mehr nicht. Es ist alles in Ordnung. Ich kümmere mich wieder um meine Angelegenheiten. Bye bye. Boss ist das Ihr Ernst? Wermut hat bis jetzt gute Arbeit geleistet, aber denken Sie nicht, dass Sie ihr zu sehr vertrauen? Willst du mir damit sagen, ich würde meinen Blick für das Wesentliche verlieren, dass ich wegen dem schönen Gesicht einer Frau nicht mehr klar denken kann? Nein, Sir, es tut mir leid. Bitte vergessen Sie, was ich gesagt habe. Es ist nur, ich kann diese Frau nicht aufstehen. Sie ist eine Einzellehrerin und niemand weiß, was sie in der Zeit treibt, wenn sie nicht für die Organisation arbeitet. So. Ich bin mir sogar sicher, dass sie irgendein Geheimnis vor uns hat. Das ist genug. Wermut hat sich in der Vergangenheit bereits profiliert. Etwas, das du erst nach Abschluss deiner Mission schaffen bedürftest. Aber ist sie wirklich so wichtig? Sollte ich nicht ebenfalls daran arbeiten, dass das FBI nicht noch mehr Hinweise gegen uns zusammenträgt? Nein, Jim. Kümmert sich um diese Angelegenheit, auch wenn auf ihn vertraue ich vollends. Dann, was ich mit der Ver. Es ist dahin. Ach, kein Plan. Was ist mit der Verräterin Sherry? Nicht einmal Wermut hat es geschafft, sie zu finden. Die Suche nach ihr liegt bei Boredom in guten Händen. Sind die Aufträge, die ich dir erteile, nicht genug, Genevieve? Aber natürlich sind sie das. Und ich werde auch diese Mission zu ihrer Zufriedenheit abschließen. Sir, verlassen Sie sich auf mich. Okay. Da unten sieht es aus, ob das der wäre. Verdammt, ich kann diese Frau wirklich nicht ausstehen. Etwas verbirgt sie und ich muss nur herausfinden, was. Etwa einen Fehler, den sie in der Vergangenheit begangen hat. Ich werde nicht ruhen, bis ich die ganze Wahrheit erkenne. Koste es, was es wolle. Ja. Was? Taidama? Oh, Okari, du kommst heute spät zu der Schule, kann das sein? Ja, die anderen und ich waren noch beim Professor. Er hat ein neues Spiel erstellt. Ach ja, waren nicht die letzten beiden schon so lahm und voller Bugs? Ja, und sogar voller Rechtschreibfehler. Der Professor wird wohl langsam alt. Kann schon sein. Was ich aber seltsam finde, dass Professor älter ziemlich schnell. Vor 10 Jahren war ja sein Haar noch total schwarz. Woher willst du das wissen? Knirps, zu der Zeit gab es dich doch gar nicht. Ach, ich habe Bilder von ihm gesehen. Ja, genau. Na dann, wenn du nichts mehr zu tun hast, setz dich doch vor dem Fernseher. Das Essen braucht noch eine Weile. Takoyaki? Ja, in einer halben Stunde. Okay, mal sehen, ob etwas Interessantes läuft. Und heute interviewen wir Präsident Nomea.
Dank dem Dioma-Konzert können wir alle die luxuriösen und schnellen Shinkansen nutzen. Sie wollen zur Arbeit oder Urlaub in einer anderen Präfektur machen. Die Schnellzüge des Nioma-Konzerns machen es möglich. Und nun hat Präsident Nioma erneut zugeschlagen. Nach monatelanger Planung und Arbeit wurde gestern der lang erwartete Shinkansen fertiggestellt. Der Shinkansen besitzt eine Länge von 200 Metern und Geschwindigkeit von 405 km pro Stunde. Dennoch bleibt den normalen Bürger dieses Vergnügen vorerst vorenthalten. Präsident Nioma lädt alles, was in Tokio Rang und Namen hat, und seine Testfahrt ein, die an einem Wochenende stattfindet. Der Shinkansen wird von Tokio nach Fukuoka fahren, in lediglich 3 Stunden. Alles, was uns bleibt, ist es, den Passagieren eine gute Fahrt zu wünschen. Wow, diesen Zug würde ich wirklich gerne einmal von nahem sehen. Wenn du aufs Zugfahren versessen bist, wieso besuchst du uns da wirklich einmal wieder unsere entfernten Bekannten in Osaka? Wie kommst du denn jetzt darauf? Willst du uns etwa aus dem Haus haben? Nein, ich dachte nur, dass ich Yuko-chan mal zeigen könnte, wie ein Privatdetektiv so arbeitet, also so ganz privat. Nichts da, bevor das eintritt, leine ich dich an die Kette, aber es würde schon Spaß machen, mit so einem Zug zu fahren. Vergiss es, du hast es gehört, nur Japans Elite wird zu ein Reihungsfahrt eingeladen. Tja, diesen Wunsch kann ich dir eher nicht erfüllen. Ah, Onkel, das Telefon klingelt. Als ob ich das nicht selbst hören würde. Ja, hier, da gibt die Detektiv Mori. Verstehe, Sie besuchen also einen Privatdetektiv. Sie werden bedroht, sagen Sie. Alles klar, und wie war nochmal Ihr Name? Wie bitte, Präsident Nioma? Natürlich stehe ich Ihnen zur Verfügung. Was sagen Sie? Sie laden mich zur Jungfernfahrt des Shinkansen ein. Es ist mir eine Ehre. Heißt das? Na, nee, jetzt nicht wirklich, oder? So ist es halt. Conne macht die ganze Arbeit. Und was passiert? Mori kriegt die ganze Ernte ab. Oh mein Gott, von hinten. Ja, so ist es. Warum denn nur? Das könnte ja nicht so Ende kommen. Und 17-Jährigen viel mehr zu verhalten. Und nicht Detektiv Conner. Kapitel 1: Der Wächter der Gerechtigkeit. Am selben Wochenende trafen die Maurice mit ehrlichen Begleitspersonen im Nioma-Konzern im Meguro-Bezirk ein. Du, Sugoi. Verstehe, das hier ist also der sagenumwobene Nioma-Konzern. Wieso denn sagen? Sieht für mich hier alles ziemlich weltlich aus. Aber es wirkt wie aus einem anderen Welt. Hey, seit wann seid ihr so von Museen so beeindruckt? Ich
fragen mich, ob bei seinem Choreografen mit diesen Aufwartungen ein Druck schinden will. Nein, das denke ich nicht. Ich habe gehört, dass Nioma ein überzeugter Anhänger und Liebhaber dieser alten Gefährte ist. Ja, ich muss was trinken. Aber anders als andere exzentrische Leute diese alte Oldtime oder dergleichen sammeln, lässt er seine Gäste ebenfalls in den Genuss dieser einzigartigen Stücke kommen. Professor, kann es sein, dass Sie sich extra vorher über diesen Ort schlau gemacht haben? Nun ja, ich bin Erfinder, deshalb gehört es auch zu meinem Aufwand, über interessante Dinge zu recherchieren. Ja, der Professor liebt alte Fahrzeuge, denkt an seinen Käfer. Dieser gibt nämlich genauso schnell den Geist auf wie damals eine gute alte Dampflok. Hey, das ist aber jetzt aber. Vielen lieben Dank für die Einladung. Dran, bedankt euch bei eurem Papst. Er hat Präsident Nioma überredet, zusätzliche Plätze bei euch zu steuern. Ich habe keine Ahnung, was er von mir will. Halten mag. Ein Detektiv, der einen Kindergarten zur Arbeit mitnimmt? Sicher, dass du ohne überhaupt noch eine hättest, Onkelchen. Wir sind früh dran. Oh, verzeih. Wir treffen uns erst in einer Stunde mit Papst Gliedern. Kinder, was weiß ich. Dann habe ich eine hervorragende Idee. Wie wäre es mit wenn wir uns die Zeit mit einem kleinen Quiz vertreiben. Naja, ich weiß nicht. Muss das denn sein? Und ob, also passt gut auf. Ein gewöhnliches Shinkansen fährt von Tokio bis nach Fukuoka. Genau 5 Stunden und das bei einem Weg von 1100 Kilometern. Die Geschwindigkeit beträgt somit an die 220 km/h. Der neue Shinsassen des Shinoma-Konzerns soll eine Geschwindigkeit von die 405 km erreichen. Wann trifft er dort ein? Wenn er dieselbe Strecke, also 1100 km zurücklegen muss. Wie bitte? Professor, was soll das denn bitte schön werden? Sie können Grundschülern keine so schwere Rechenaufgabe geben. Genau, ihr so sonstige Rätsel sind wesentlich einfacher, aber zumindest ist es dieses Mal eines, worauf sich der Sinn erschließt. Nein, auch dieses Mal ist es nicht der Fall. Die Formulierung des Professors, wann er dort antritt, lässt leider wieder einmal eine Scherzfolgerung vermuten. Wenn man die Hiragana Shi N und Ja kurz einmal nicht im Bezug aufeinander sieht, liest man es als Mitternacht. Alle sind Rechenkünste gar nicht notwendig. Der Shinyassen tritt also um Punkt Mitternacht an seinem Ziel ein. Auch wenn es wie üblich nicht viel Sinn ergibt. Apropos Mitternacht, ist es wirklich in Ordnung für die Kleinen, eine ganze Nacht lang aufzubleiben? Das ist kein Problem, ich bin einmal eine ganze Nacht lang aufgeblieben, um mir den Kamen Jaiba Marathon anzusehen. Genta-kun, du vergisst zu erwähnen, dass du danach den ganzen Tag schläfrig warst. Mir macht das auch nichts. Ich will unbedingt mit diesem tollen Zug fahren. Und ich bin es auch gewohnt, mit den Nächten um die Ohren zu schlagen. Wenn man an einem wissenschaftlichen Experiment arbeitet, kann man sich nicht einfach schlafen legen. Man weiß nie, wie die Chemikalien aufeinander reagieren. Am Ende entsteht doch ein Feuer. Oder Schlimmeres. So, was machst du, Ai-chan? Aibara-san ist wirklich erwachsen. Nicht einmal unser Lehrer hat uns sowas aufgegeben. Hey. What the fuck, wie sieht der denn aus? Okay, verzeihen Sie, aber Sie sind doch Kogoro Mori, richtig? Der berühmte Privatdetektiv.
Ja, wir kommen aufgrund der Einladung von Präsident Nioma, dass wir sind meine Tochter Ran, Professor Agatha und ein paar Kinder, die ich uneigennützig betreue. Fuyuki Kensuke Konstrukteur. Aber ja, das weiß ich doch. Erlauben Sie mir, dass ich mich vorstellen darf. Fuyuki, sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Ich bin Leiter der Entwicklung des Nioma-Konzerns. Präsident Nioma erwartet Sie bereits. Bitte begeben Sie sich in den ersten Stock. Gute Idee, das werde ich dann einmal tun. Warte, Papst, ich komme mit. Ach ja, ich komme auch mit. Nichts da, gar nichts auszudenken, was Präsident Nioma von mir denken mag. Du bleibst hier und ziehst dir mit deinen Freunden die Ausschlange an. Aber keine Sorge, Junge. Dir und deinen Freunden wird es hier bestimmt gefallen. Ja, warum lässt du Herrn Mori nicht einmal selbst eine Arbeit erlegen? Also, ich meine, du solltest ihn nicht stören. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Aufenthalt. Tja, muss wohl. Okay, jetzt kann ich mich bewegen. Mit der Leertaste tut man reden. Also, was wird uns dieses Mal erwarten, Herr Detektiv? Mit X tut man halt das aufmachen, speichern und so weiter. Haben wir jetzt nicht? Haben wir auch nicht? Okay. Gibt es hier auch etwas zu futtern oder zu trinken? Mein Magen knurrt. Wow, so viele alte Zügel, mit denen würde ich am liebsten auch einmal fahren. Interessant hier, oder? Nein. Ein preußisches Dampflokomotive PA, Baujahr 1918. Das Gemälde einer Druckluftlokomotive. Leider sieht man das nicht. Okay. Warum gibt es hier kein Rennen? Ah, das ist so nervig. Man läuft ja wie ein Slow Motion so. No. Präsident Nioma ist ein richtiger Fanatiker und Sammler. Nioma Konzert, Ausstellungsraum. Renn auch nicht von mir weg. Wow, so viele Züge. Ah. Was schön da. Wow, will er mich. Ah, wir gehen so schlimme Wege ein, ernsthaft. Schienenstück, der erste Eisenbahnfahrt von Buffalo nach New York. Okay, muss ich gucken. Ui. Einen schönen Aufenthalt. Ich hätte jetzt anderes erwartet. Okay. Diesel-Lokomotive der Union Pacific Railroad-Dingster. Ah. Der Zutritt ist unbefugt verboten. Für unbefugte Warte. Der Zutritt ist unbefugten verboten. Das hätte man schöner schreiben können. Guten Tag, ich bin der Kurator der Nioma-Ausstellung. Möchtest du über die unterschiedlichen Lokomotiven was erfahren? Erstmal kurz nicht. Du kannst mich alles fragen. Schon beachtlich, wenn man bedenkt, dass Züge nicht auf einfachen Straßen fährt.
Ja. Üblicherweise wird nach der Antriebsart zunächst zwischen Dampflokomotiven, Lokomotiven mit Verbrennungsmotor und Elektromotoren unterschieden. Dampflokomotiven beziehen ihre Primärenergie aus der Verbrennung der zumeist mitgeführten Brennstoffe wie Holz oder Kohle. Sie sind eine weitere Entwicklung des Dampfkraftwerks. Für den Antrieb benötigten Brennstoffe werden in Laderäume oder Tanks auf der Lokomotive oder auf einem angehängten angehängten Schlepptender mitgeführt. Mit Verbrennungsmotoren angetriebene Lokomotiven benötigen Anlagen oder Getriebe, da die Verbrennungsmaschine im Stillstand kein Drehmoment liefern kann. Lokomotiven haben einen rein elektrischen Antrieb, im Gegensatz zu beispielsweise elektrisch oder elektrische dampfgetriebene Lokomotiven. Mitsuhiko, kannst du da bitte weggehen? Ich will weiter. Möchtest du vielleicht hier ein kleines Spielzeug mit Lokomotive? Vielen Dank. Warte. Upsa. Okay, nein. Ich hätte jetzt gedacht, man würde da jetzt was finden. Ah, auf einmal ist er weg. Genau. Wie auf Zauberhandwehr. Nein. Eine Liste der Museumsstücke. Viele Seltenheiten oder so. Ich muss sagen, Nioma-san hat einige beeindruckende Stücke zusammengetragen. Achso, also ich dachte, ich könnte mich da irgendwie reinbacken. Hihi. So. Antiker Dampfkessel der britischen Elna, Klasse A160163. Wird eindrucken. Dampf, damaliger Fracht. Ah, ein Essenser. Wäre was für Gänzer. Aber dann wäre, glaube ich, dann nichts mehr übrig für die anderen. Das hier ist eigentlich eine geschlossene Veranstaltung. Voll geschlossen ist die Tür. Ja. Nein. Vielleicht. Ich möchte nicht gestört werden. Beim Fressen. Einen schönen Tag. Ich bin der Vizepräsident der Nioma Crew. Angenehmen. Willkommen bei der Nioma Crew. Sie wünschen? Ich wünsche mir nichts. Wer hat die sich reingelassen? Ich habe mich selbst reingelassen. Die Tür war nicht zerschlossen. Antwort begründet. Voll creepy, wie die laufen oder wie der läuft. Okay. Hier ist irgendwas Besonderes wahrscheinlich. Weil sonst würde das ja nicht kommen. Eine komische Musik. Dum, 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 dum. Und ich spiele vielleicht auch dann mal LP, wenn ich dann mit anderen fertig bin. Wow, okay.
War auch aber irgendwie klar. Weil alle Spiele, die ich hier habe, werde ich auch LPen, außer eins oder mehrere, die was so dann nur kurz sind. Das berühmte Bild. Oh, ich habe gerade nicht, ich weiß jetzt gerade nicht den richtigen Namen. Hier, ich bin so schlau. Guten Tag. Guten Nacht. Du hast hier nichts zu suchen. Sieht aber so aus, als ich hier was zu suchen habe, sonst wäre ich ja nicht hier. Mit dieser kruseligen Musik. Dumm. Aber hier ist, glaube ich, nichts mehr Besonderes. Oder ich wüsste jetzt nicht genau was. Ja, genau, voll richtig stylisch. Ich liebe diesen Soundtrack. Hat die was anderes geöffnet? Nein. Hier fehlen irgendwie ein paar Leute. Wo sind denn die Kinder? Also, was wird uns dieses Mal erwarten, Herr Dagerty? Dann fragen wir mal den Herr Professor. Ach, Shinichi, wie gefällt es hier ein bisschen? Ich weiß ja, dass du alte aus Erfurt ziehst. Die Kinder sind bereits in den ersten Stock geschlichen. Ich hoffe, sie stellen keinen Unsinn an. Okay. Andersrum? Ach, ich habe eh keinen Plan, wo ich hinleben muss. Also, eigentlich sollten Besucher das erste Stockwerk nicht betreten, aber ich habe es ja nicht einmal geschafft, die anderen Kinder davon abzuhalten. Also, was soll's? Hier sieht es richtig gemütlich aus. Und ich weiß, wo es noch gemütlicher ist, Genter. Wir sollten uns doch umsehen, oder? Wer hat es denn das denn gesagt? Du bist ja auch hier, Konnenkun. Ja, ich muss auf euch aufpassen. Verzeihung, ich bin in dem Gebäude für die Sicherheit zuständig, aber du hast das Stockwerk gerade erst betreten, oder? Ich hörte einen lauten Knall und als ich aus dem Büro rannte, hatte ich das Klatschische einen Sprung, wenn ich denen erwische. Also da. Ungewöhnlich hier Kinder zu sehen. Tatsächlich, das Glas hat einen Sprung, so ziemlich in der Mitte des Tisches. Wichtiger Hinweis. Ja. Warte. Ah, hier. Ja, keinen Plan, was ich gerade gemacht habe. Egal. Oh, da ist alles eine Tür. Aber ich glaube, jetzt beende ich den ersten Teil des Adventskalenders. Und dann sehen wir uns morgen, übermorgen, über übermorgen, über übermorgen und so weiter. Bis dann.